Servus Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute teste ich mal die Magnolia Bakery in Manhattan. Das ist quasi so ein Local Bäckerei, die spezialisiert ist auf Kuchen, Cakes und insbesondere auf Banana Pudding oder Bananenpudding. Und ich zeige euch auch gleich mal so ein paar Bilder, wie es da innen drin aussieht. Und jetzt habe ich hier diesen Pudding, ich habe den bekommen. Ich habe erstmal nur so eine kleine Portion genommen, weil ich jetzt nicht genau wusste oder genau weiß, wie der so schmeckt. Ich habe ihn selber noch nicht probiert gehabt. Ich wollte ihn schon ein, zwei Mal kaufen, aber da war er vergriffen, beziehungsweise es gab nur so diese Großportionen. Das war mir dann zu viel, aber heute ist die richtige Portion noch verfügbar gewesen. Und von daher will ich den gerne mal testen. Wow. Das sieht schon mal sehr... Also wie soll man sagen, sehr stückig innen drin. Das ist jetzt nicht so ein Pudding, wie wir den kennen aus Deutschland, dass es einfach nur so eine relativ glatte Masse ist, sondern es ist so, ja, eher so cremig. Wow, ja, schmeckt wirklich gut. Schmeckt wie so eine Sahnefüllung, wenn man sich so eine Bananentorte vorstellt, dann ist da so diese, was so zwischen den einzelnen Schichten von dem Kuchen ist, da so eine Bananencreme ist das eher so. Das ist eher so eine Cremefüllung, aber sehr lecker, mit so Biskuit-Teigstücken drin. Und natürlich dann auch mit Bananenstücken drin. Oh. Das ist wirklich sehr gut, ja. Also ich muss wirklich sagen, dieser Banana Pudding ist wirklich super lecker und kann man wirklich uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr in Manhattan seid oder an einem Magnolia Bakery Laden vorbeikommt. Das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Die Schlange in dem Laden ist nicht umsonst so lange. Das ist sehr lecker und ja, kann auch süchtig machen, muss man halt aufpassen. Kalorien hat schon viele, aber es ist auf jeden Fall mal ein leckeres Dessert, leckere Süßigkeit. Wenn ich es bewerten müsste, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist so eine 9,5 von 10, was so leckere Desserts betrifft. Ich weiß, es fällt mir auf Anhieb höchstens so Ben & Jerry's Eis oder so. Fällt mir kaum so eine Nachspeise ein, die noch besser sein könnte. Ich hoffe, euch hat mein kurzes Video über die Magnolia Bakery gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch mal wieder bei mir meldet oder vorbeischaut auf meinem Kanal. Von daher, bis bald und haut rein. Ciao.